Let's go, my friend. Wir sind live. Ja. Online. Also, Octagon 57 am 4.5. in Frankfurt am Main, ganz genau. Frankfurt am Main mit der Wenigkeit hier neben mir. Nein, natürlich nicht der Wenigkeit. Der gute Herr Eckerlin. Christian, du bist wieder am Start. Erzähl uns mal, wie läuft deine Vorbereitung? Was kannst du uns über deinen Gegner erzählen? Ja, Vorbereitung läuft sehr gut. Mein Gegner geht wild nach vorne. Das hat man in den letzten Kämpfen auch von ihm gesehen. Obwohl der letzte Kampf von ihm, weiß ich nicht, war 50-50 Angelegenheit. Eigentlich habe ich den Gegner von ihm vorne gesehen, aber gut, ist auch gut so. Ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf, wieder in meiner Heimatstadt zu kämpfen, in der Festhalle. Und gibt es nichts mehr zu sagen, da gibt es ein Feuerwerk. Also eben, der Gegner erinnert mich so ein bisschen an so einen tasmanischen Teufel. Eben, er kommt nach vorne, ist einfach wild, man weiß gar nicht genau, was er macht, aber irgendwie funktioniert es für ihn, weil er hat recht viele Gegner bisher dadurch besiegen können. Ja. Am 4. Mai kehrt MMA-Superstar Christian Eckerlin in die legendäre Frankfurter Festhalle zurück. Nach seiner beeindruckenden Leistung vor 20.000 Fans in Köln will der König von Frankfurt das nächste Highlight liefern. Sein Gegner hat bereits gegen Christian Jungwirt gewonnen und ist seit 7 Kämpfen ungeschlagen. Ja! Kann Miroslav Brotz die Festhalle zum Schweigen bringen? Oder werden die Fans einmal mehr Eckerlins Sieg feiern? Octagon 57, Eckerlin vs. Brotz. 4. Mai 2024, Festhalle Frankfurt. Jetzt für den Vorverkauf anmelden auf octagonmma.com. Vierter, fünfter Festhalle in Frankfurt, Eckerlin gegen Brotz, auf keinen Fall entgehen lassen. Was denkst du, wenn du so eine Ankündigung siehst und eben die Bilder, die wir gerade gesehen haben aus der Festhalle? Ja, ich persönlich habe den Brotz auch beim letzten Event live gesehen, habe gesehen, was der für einen Kampf bringen kann. Der ist auf jeden Fall da, um blutige Schlachten zu liefern. Und genau so ein Kampf, denke ich, der liegt sehr, sehr gut für Christian. Weil Christian ist meiner Meinung nach deutlich technischer. Er ist sehr gut eingestellt auf solche Brawler. Und denke auf jeden Fall, dass Christian vor allem am Boden den klaren Vorteil hat bei dem Matchup. Ja, also sowohl im Stand als auch am Boden, denke ich, bist du der technischere Mann. Aber eben, man darf auf jeden Fall dieses Wilde und Kräftige von ihm nicht unterschätzen, weil er hat schon wirklich viele Gegner durch diesen Kampfstil auch besiegen können. Ja, muss man sagen. Ne? Es kann unangenehm werden, wenn man die Linie verlässt, was man vorhat. Dann kann es unangenehm werden. Aber das machen wir ja nie. Ja, ja, normal nicht, aber du weißt ja, wie es ist. Wenn es, wie sagt unser Trainer, im Heat ist, dann kann es auch mal schnell umschlagen. Aber ich habe da einen klaren Plan vor mir. Ich bin ja jetzt auch nicht seit gestern dabei. Ich werde meinen Gameplan da voll durchziehen und wie er schon gesagt hat, so Gegner liegen mir. Und wenn es zum Brawl kommt, kommt zum Brawl. Dann machen wir das genauso wie in Köln auch. Sehr schön. Für heute Abend, worauf, da sehen wir noch mal ganz kurz, wer neben dir noch auf der Fightcard ist. Also eben, du auf jeden Fall, schon genug Grund einzuschalten. Aber wir haben auch den Titelkampf im Schwergewicht. Hatef Moel gegen Austin, die sich da um die Krone des Octagon-Schwergewichts betteln werden. Und dann natürlich auch Keta gegen Saradi, die im Tippsport Game Changer den nächsten Viertelfinalisten auskämpfen. Und eben Keta, der den schon mal kämpfen sehen hat, der weiß, super spektakulär ihm zuzuschauen. Einfach, weil er immer irgendwie für eine Überraschung gut ist und da so einen Punch auspacken kann, dass die Leute dann umfallen. Und natürlich auch Hassan Shaban ist mit dabei, der seinen nächsten Sieg bei Octagon einfahren will. Also alles am 4.5. in der Festhalle in Frankfurt. Jetzt noch Tickets sichern. Ich weiß gar nicht, gibt es noch Tickets? Es ist schon wieder nahezu ausverkauft, glaube ich, oder? Meine wie letzte immer, Information, wenn du kennst. Die letzte Information war, nach 6 Tagen war das Event ausverkauft, aber vielleicht gibt es das eine oder andere Ticket noch. Also schaut einfach mal, vielleicht findet ihr was. Ansonsten müsst ihr eben online bzw. digital zuschauen. octagonmma.com, da gibt es alle weiteren Infos. Und auch auf de, da findet ihr alles, was ihr braucht. Was
erwartet ihr heute Abend noch? Also wir haben noch 2, 3 richtige Banger auf der Fightkarte. Auf welchen Kampf freut ihr euch am meisten? Ja, für mich ganz klar Christian Jungwirt. Ne? Nach seiner Verletzung und nach seiner letzten Niederlage kommt wieder. Ich freue mich für ihn, dass er wieder kämpfen kann. Und das ist eigentlich so mein Favorit am Abend, vielleicht in naher Zukunft. Eben, da war ja auch noch mal was geplant, hat man mal so gehört. Wäre auf jeden Fall ein geiler Kampf. Wenn er jetzt gewinnt, du deinen nächsten Gegner weghaust, eben, könnte man ja vielleicht da mal wieder drüber reden. Was ist für dich noch ein Highlight heute Abend? Also ganz klar natürlich auch Jungwirt. Ich bin sehr gespannt, wie er von der letzten Niederlage wieder zurückkommt, ob er daran neu, sag ich mal, sich wiedergefunden hat. Von so einer Verletzung zurückzukommen, ist nicht einfach. Ich denke aber, er hat das Zeug und die Mentalität dazu. Ansonsten Topalai, der führt gleich die Maincard an und da bin ich sehr, sehr gespannt auf den Fight. Okay, also eben Topalai, Jungwirt, wir haben auch noch Cordero gegen Schober, klingt auch Fall. Nach einer guten Prügelei. Also da werden noch einige spannende Kämpfe heute Abend kommen, aber wir schauen uns mal noch den ein oder anderen Trailer an, was sonst noch in Zukunft hier passiert. Ich sehe, es dauert noch ein bisschen mit dem Trailer. Ah, da ist er. Genau, nämlich Octagon 58 in Prag im Fußballstadion. Wird auch ein richtig heftiges Event. Wir haben diesen Rückkampf zwischen Vemola und Attila Weg, die schon vor langer Zeit mal gegeneinander gekämpft haben und jetzt aber zum zweiten Mal gegeneinander kämpfen werden. Dazu noch Cosma, den ehemaligen Welterweight-Titelträger gegen Surdu. Sehr, sehr starker Mann. Dann dein letzter Gegner, Apollo gegen Gogolaze. Und natürlich die nächsten Fights im Tippsport Gamechanger-Turnier. Duke gegen Makachev, Negirski gegen den noch nicht feststehenden Gegner, entweder Warnless oder Siraci. Und dann noch im Ersatzkampf Korkmaz gegen Amir Khani. Also auch da werden wir wieder richtig schöne Kämpfe erleben. Habt ihr die erste Runde von Gamechanger angeschaut? Ich habe es geschaut, ja klar. Ich verfolge das mehr wie die UFC, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich wollte nur kurz zurückgehen. Da wird ja der Apollo gegen, wie heißt er auch immer, keine Ahnung. Da wird ja dann, irgendwann geht es ja nur um einen Titel. Ne? Also es ist ja ein Halbfinale, die beiden Kämpfe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube sogar, also es ist nur meine Einschätzung, dass Apollo sogar ins Finale kommt, also um den Titel kämpft gegen Surdu. Und dann denke ich, wird Surdu den Titel holen, weil ich schon lange vor ein paar Jahren mit Surdu im Trainingslager war. Er ist richtig stark und ich glaube, er wird der neue Titelträger. Dass wir mit Surdu den nächsten Champion bei Octagon sehen. Ja, also er hat mir auch sehr, sehr gut gefallen in dem Kampf dann gegen Beliskovic, den kürzeren gezogen. Ja. Aber eben insgesamt sehr, sehr starker Kämpfer. Und hier sehen wir natürlich die nächsten heftigen Kämpfe, die auf uns zukommen werden. Auch im Tippsport Gamechanger Turnier. Paradeiser gegen Torres. Zwei Favoriten in dem Turnier, aber eben schweres Matchup für Torres, der jetzt mit dem langen Paradeiser kämpfen muss, der super eklig ist. Und ja, also bin ich gespannt, was wir da sehen werden. Ansonsten, worauf freut ihr euch heute, morgen? Was steht in deiner Vorbereitung noch an? Gibt es irgendwelche Infos, die du uns so allgemein mitteilen willst? Du weißt, wie eine Vorbereitung läuft. Die ist eigentlich nur einseitig. Training, schlafen, essen, wieder Training und dann nochmal Training und nochmal essen. Nee, ist eigentlich wie immer. Ich bereite mich auch jetzt nicht irgendwie komplett anders vor. Ich fahre meine Linie und ich werde den Kampf bringen und das ist schon immer meine Linie gewesen. Okay, das heißt, du wirst auf jeden Fall versuchen, auch da in dem Kampf den Druck zu machen, eben nach vorne zu 100%. Gehen und das Ding von vorne quasi zu führen. Ihn ganz nicht genau in Konter reinlaufen zu lassen, sondern direkt den Druck aufbauen. Sehr schön. Dann würde ich sagen, genug geredet. Wir machen doch noch eine Grafik. Und zwar geht's über die neue Frühjahrskollektion von Octagon eben. Falls ihr noch nicht genug Klamotten habt oder falls ihr einfach was Neues braucht, schaut im Store vorbei und holt euch da den guten Octagon-Merch, den ihr seht. Sieht schick aus und würde euch bestimmt auch stehen. Ich verstehe nicht, warum die dich nicht als Model genommen haben. Ja, willst du auch mal eins? Soll ich dir mal eins organisieren? Okay, also vielen Dank euch, dass ihr da wart. Danke dir. Und bis zum nächsten Mal. Schönen Abend noch.